Hi! Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, wie ihr seht, aus dem Auto. Sascha müsste jetzt eigentlich auch gleich kommen. Wir machen heute die Yoga-Challenge. Ihr habt es euch auf Insta bei mir gewünscht. Da habe ich nämlich mal gefragt, welche Videos ihr so sehen möchtet. Und da kam von ganz, ganz vielen die Yoga-Challenge. Wie einige vielleicht von euch wissen, habe ich schon mal mit Sascha einen Teil 1 abgedreht vor einiger Zeit. Ich glaube, das war im Sommer oder so. Und heute kommt Teil 2. Also Sascha ist schon bereit, er macht gerade noch eine Insta-Story, glaube ich, oder? Genau, Insta-Story ist am Start, nehme ich das neue Video. Genau, man muss nämlich dazu sagen, Sascha hat nämlich vor ein paar Tagen die 10.000 Kalorien Verbrenn-Challenge abgedreht, stimmt's? Also ich hoffe, das hindert dich jetzt nicht an den super tollen Yoga-Übungen. Wir werden sehen, ich denke nicht. Du hast doch ein bisschen Muskelkater, oder? Ja, ein bisschen mehr untertrieben, also den extremsten, heftigsten Muskelkater meines Lebens. Ja, also wir sehen's, bleibt jetzt dran, wir fahren jetzt ins Gym und testen los das Ganze. Geht's! Wir sind jetzt da. Ja. Wir bauen jetzt mal alles auf und dann sehen wir uns auf der Matte. So, wir sind jetzt auf der Matte und wir sind bereit, oder? Wer ist bereit? Wir sind bereit. Okay, ich zeige dir jetzt die erste Übung. Ja. Okay. Yoga. Also mit Yoga habe ich echt weniger Mut. Das kann nur ein Unfall werden. Sollen wir mit was Schwerem beginnen oder mit was Leichtem? Von leicht zu schwer, würde ich sagen. Von leicht zu schwer, okay. Dann zeige ich dir mal das erste Bild. Das ist nicht schlecht, oder? Ich bin überhaupt nicht gelenkig. Wie soll ich da schauen? Alter, runterbeugen. Wir probieren das jetzt aus. Nein, wie das aussieht. Das schon nie. Nicht? Na. Sicher. Ich komme nicht mal. Ich komme nur so weit runter. Was? Ja. Also, wie war das nochmal? Ganz zusammen die Beine, glaube ich. Ja. Ganz zusammen. Also wie zusammen? Die Füße. Lass sie sich berühren. Ja, oder? Okay. Muss sich bei mir festhalten. Geh mir mal nach unten einfach mit den Händen. Ja. Und dann nimm mal meine Hand. So habe ich es geschafft. Du warst besser als ich, also du hast es geschafft, ich habe es nicht geschafft. Okay. So glaube ich, ist es fair. Nächste Übung, die ist jetzt auch nicht so schwierig, oder? Die ist mega leicht. Die geht, glaube ich. Die ist leicht. Du bist unten, okay? Alles, was mit Kraft zu tun hat, fällt mir leicht, aber alles, sobald ich gelenkig wird. Wird schwierig. Wird schwierig. Also ich bin unten. Du bist unten? Willst nicht du unten sein? Nein, spitze. Ja, wärm dich schon mal auf. Ich kann mal. Warte mal. Ich bin schon mega gespannt auf eure Kommentare. Schreibt auf jeden Fall mal, wie gut die Pose war. Ich sehe sie ja jetzt nicht. Also ihr könnt uns wirklich gerne bewerten. Also jede Übung so 1 bis 10 würde ich sagen. Ja. Also die war jetzt gut. Ich glaube, sicher eine 9. Ich würde mir 8, 9 geben, ja. Ja, die erste vielleicht so viel. Die erste. Bei dir 8, bei mir 1. Okay, das ist die nächste Übung. Ja, ich. Schaffen wir das? Ich muss das sein. Unten? Nein, ja, ich muss unten. Das schaffst du nie. Ja, dann muss ich oben sein. Du musst auf jeden Fall oben. Also ich glaube nicht, du kannst es probieren. Nein. Aber ich glaube, du bist nicht so gelenkig. Ich bin oben. Du bist oben, ich bin unten. Okay. So, oder? Ach so, dann muss ich von drüben kommen. Ach so, warte mal. Stimmt es so? Ja. Ja. Und? Ich glaube, das ist's. Ich glaube, das passt, oder? Ja. Das checke ich jetzt schnell aus. Ich kann schon gar nicht mehr, Schatz. Das ist so anstrengend. Du musst deine Arme, also perfekt. Ich muss noch so. Ja. Oh Gott. Also, das geht. Ich bin unten. Ja, aber ich muss da fast einen Spagat machen. Ja, die Hände zum Abstützen ein bisschen. Okay. Ja, was hat die für eine Hose an? Ja, eine Muskelhose. Ist ja nice. Okay. Wo bin ich hier gelandet? Im Yoga-Paradies Paulina. Jetzt geht's wirklich los. Jetzt geht's los. Der hat mich mal. Okay. Oh. So. Okay, okay. Muss ich jetzt aufrecht hinsetzen? Ja, streck mal deine Hände ein bisschen aus. Ja. Oh. Kannst du schon aus? Oh Gott.
Geht so und weiter so gut, oder? Ja. Ich muss jetzt die Beine dann ausstrecken. Moment. Okay. Ich muss meine auch durchstrecken. Ja, man sieht mich jetzt zwar nicht mehr. Man sieht mich nicht mehr. Und jetzt streck die Beine aus. Yes! Yes! Wow. Okay. Oh Gott! Oh. Okay, man hat mich nicht mehr gesehen. Oh. Was denn? Nix. Oh Gott! Okay, die war jetzt nicht mal so schlecht eigentlich. Ja, die war schon gut. Die nächste Übung. Ja. Wie komme ich da hoch? Also du bist unten, nehme ich mal an, oder? Ja. Und wie komme ich da jetzt hin? Da kann man rauf so. Oh. Oh Gott! Ja, ja, warte, warte, warte! Oh. Gib mir mal die Hand. So. Wo ist dein Herr? Ja. Oh, oh. Bist du schon oben? Ja. So, oder? Ja, so. Haben wir? Wir haben's! Ich bin wieder runter! Lass ihn wieder! Oh. Oh. Okay, jetzt hat's geknackst. Oh. Okay, also die nächste Übung sieht echt so lustig aus. Und zwar. Ah, was ist da los? Ich komme da nie zurück. Sicher! Niemals! Musst du deine Füße greifen? Okay, gut. Also du bist unten, oder? Das schaffen wir sicher. Probier mal. Ja, genau. Und dann mit dem Oberkörper ein bisschen so wie so eine. Mach Ruppe. Die Robbe! Mach die Robbe! Okay, jetzt komme ich rauf, okay? Ja. Richte dich auf! Ja. Juhu, oder? Ist sie hier fail? Ich glaube, das passt so. Also ich finde, die war jetzt echt easy. Ach so, jetzt haben wir uns keine Punkte mehr gegeben. Also für die Übung sage ich 7 Punkte vielleicht. Ich glaube, das ist echt nur eine 5 gewesen. Nur eine 5? Ja, ich glaube, das hat sich besser angefühlt, als es wirklich war. Hat sich's gut angefühlt? Nein, ich meine, es ist gutes Gefühl, dass es gut aussieht. Aber ja, okay. Die ist jetzt, glaube ich, wirklich heftig. Okay, ja, das geht. Das geht, glaubst du? Also du liegst wieder so da und ich regle mich da irgendwie so hin. Ja, den linken Fuß musst du, okay. Auf deine Hand und meine ist ja linke krass. Hand, okay. Wo ist die Hand? Da oben oder so? So, Seiten, ja so. So oben, ja. Da ist eine Hand von mir und da ist ein Fuß von mir. Mhm. Ich bin bereit. Oh, oh Gott. Ich gebe mir eine 8. War so gut, glaubst du? Ja. Wow, okay, dann sage ich auch 8. Gibt es noch eine Position? Ja, schauen wir mal. Schaffen wir das, glaubst du? Niemals. Niemals? Nein, niemals. Probieren wir es. Fuck. Also, wir gehen mal in die Position. Die Hände so. Und jetzt? Ja, und jetzt? Oh. Wie soll das gehen? So, oder? Und Handstand, oder wie? Okay, auf geil. 3, 2, 1, los. Ja, das können wir vergessen, das schaffen wir. Okay, wir geben auf. Also 0 Punkte, wir losen. Ah, probieren wir es noch einmal. Okay, einmal. Bei 3 gehen wir hoch. 1, 2, 3, dann schwingen wir. 1, 2, 3. Scheiße. Okay, es geht schon wieder. Also ich würde sagen, 0 Punkte, wenn nicht sogar minus 1. Also echt 0 Punkte. Schaffen wir, glaubst du, diese Übung? Ja. Das könnten wir schaffen. Mhm. Probieren wir das. Geh du mal in Position und ich komme dann. Ja, das mach mal. Okay. Ja. Jetzt komme ich. Ist das so? Passt, oder? Passt! Okay, die war jetzt echt nicht so schwierig, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir die richtig gemacht haben. So, ich glaube, das war's mit dem Übungen. Ja, ich bin definitiv in Schwitzen gekommen, muss ich sagen. Also Schatz, wie sagst du, haben wir uns geschlagen? Ja, also wir waren sicher nicht die Besten hier auf YouTube, nehme ich Nein. mal an. Aber es ist ja voll schief, das Bügel. Echt? Es passt. Also ich denke mal, wir waren nicht die Besten jetzt auf YouTube, das beste YouTube-Paar, was Yoga betrifft, aber wir waren nicht schlecht. Wir waren nicht schlecht. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ihr könnt uns jetzt gerne in den Kommentaren irgendwelche Vorschläge machen, was wir noch so
gemeinsam machen könnten. Ja, lasst uns das wissen, Freunde, weil wir lesen uns immer alle Kommentare natürlich durch. Und es hat echt mega Spaß gemacht. Ich muss sagen, macht das auch gerne mal nach zu Hause. Ihr werdet verwundert sein, wie schwer das ist. Das sieht jetzt sicher blöd aus, aber es ist wirklich so schwer. Na, vor allem, es sieht eigentlich so einfach aus. Ich habe so die Bilder rausgesucht und mir gedacht, ja, das schaffen wir locker alles. Aber dem war jetzt nicht so. Na. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin schon mega gespannt auf die Kommentare. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüss. Peace.